Allein in den vergangenen 10 Jahren wurden in Deutschland knapp 60 solcher Morde begangen. Und inzwischen kämpft eine Reihe von Frauen gegen die Geisteshaltung, die die Mörder antreibt. Wir sind eure Töchter, nicht eure Ehre. Diesen Titel gab die in der Türkei geborene Serap Çileli ihrer Lebensbeschreibung. Für ihre Aufklärungsarbeit wurde sie mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Guten Abend, Frau Çileli. Guten Abend, Herr Wickert. Wie beurteilen Sie das heute gefällte Urteil? Es ist ein schwarzer Tag für die Demokratie hier in Deutschland, ein schwarzer Tag für die Frauenrechte, wie auch für unsere Justiz hier in Deutschland. Es ist ein Urteil, die mich sehr erschüttert hat, dass die beiden Brüder einfach freigekommen sind, freigesprochen worden sind. Nach meiner Auffassung hätte selbst sogar der Vater auch inhaftiert werden müssen, nicht nur die beiden Brüder, die jetzt freigesprochen wurden. Warum sagen Sie das? Es ist ein klassischer Ehrenmord, was hier passiert ist. Und ich denke, wir hätten mit diesem Urteil auch ein Zeichen setzen müssen, dass wir hier in Deutschland in einem Rechtsstaat keine Ehrenmorde dulden, die eben irgendwie aus der Türkei oder aus muslimischen Ländern hier nach Deutschland mit importiert wurden, mit den Traditionen, mit diesen patriarchalischen Familienstrukturen. Wie kommt es denn in einer Familie zu der Entscheidung, solch einen Mord auszuführen? Wenn die Frauen fallen in Ungnade, wenn sie sich gegen die Regeln, gegen den islamischen Regeln, gegen den patriarchalischen Regeln sich widersetzen, wenn sie sich gegen eine Zwangsehe widersetzen, wenn die Frauen in der Familie Inzest erfahren oder auch missbraucht werden, sich an Dritte wenden, auch wenn sie Hilfe in Anspruch nehmen, dann fallen diese Frauen und Mädchen leider in Ungnade, so dass sie dann später von dem jüngsten Bruder dann, das ist sehr, sehr klassisch, sehr typisch, dass da immer das schwächste Glied ausgesucht wird für diese Verbrechen, im Fall Hatun Sürücü wie auch beim Fall Gönül Karabey, dass die Brüder dann diese Verbrechen auch begehen und das ganze gesamte Tat auch für sich übernehmen, so dass die anderen Mittäter praktisch auch freigesprochen werden. Aber reden denn da der Vater und die Brüder darüber, dass wir jetzt die Tochter umbringen? Das kann man nicht direkt wissen, weil diese Gespräche ja in den Familien ausgeführt werden. Alleine dieses Jammern, tagtägliche Jammern und tagtägliche Klage vom Vater, von Mutter auch, die Mütter sind ja auch durchaus manchmal Mittäter bei solchen Schandmorden. So allein diese Verhaltensweise von den erwachsenen Personen in den Familien drängen schon den Jugendlichen, den jüngsten Sohn in der Familie, diese Verbrechen zu begehen. So wie im Fall zum Beispiel Hatun Sürücü auch. Ist denn diese Gewalt nur ein Problem in sozial schwächeren Familien? Nein, durchaus nicht. Also das ist kein Problem, die findet auch in verschiedenen Bildungsschichten statt, wie auch in der Türkei. Das ist nicht nur ein Problem, die in Osten der Türkei begangen wird, sondern auch türkeiweit, auch in Istanbul, auch in Ankara werden Frauen im Namen der ermordet, wie auch hier in Deutschland. Das sind auch durchaus Familien, die sich auch so verhalten, dass die Ehre wiederhergestellt werden müsste, dass sie fest daran glauben, sind auch Familien, die auch eine Universität hier in Deutschland auch absolviert haben. Hängt das denn mit dem Glauben zusammen? In erster Linie mit den patriarchalischen Familienstrukturen, aber auch wird Gewalt mit der Religion legitimiert. Und wenn Gewalt mit Religion legitimiert wird, dann führt es dazu, dass also bis hin zum Ehrenmorden. Ja, was könnte man denn jetzt tun? Sollte die türkische Gemeinde in Deutschland sich hier stärker einmischen? Das finde ich sehr wichtig. Wir brauchen natürlich in erster Linie politischer Wille. Das heißt, wir müssen hier Integration fordern, bestärkt fordern, aber auch Druck machen, wenn es sein muss, mit Gesetzen, aber auch mit Aufklärungsarbeiten. Und wir brauchen auch dazu bei diesen Integrationsmaßnahmen, bei diesen Aufklärungsarbeiten auch die Unterstützung, aber auch die ehrliche Unterstützung von türkischen Migranten, die hier in Deutschland leben. Denn bis jetzt haben wir ja gesehen, dass es nur eine scheinheilige Toleranz war, die von den Migrantenfamilien in Deutschland die Integration gefördert wurde. Vielen Dank, Frau Çileli. Ich danke Ihnen.